Jo, 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 herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Und ja, wo gehen wir jetzt hin? Ins Sumpflager, zu den Söldnern oder zum alten Lager? Naja, das alte Lager hatte 4 Stimmen, das Sumpflager 3 Stimmen und jetzt kommt 6 Stimmen für das neue Lager. Das heißt, neue Lager. Naja. Okay, neues Lager. Ich bin froh, dass es nicht das Sumpflager ist. Das neue Lager, ja, ist ja klar, da sind die coolsten Typen drinnen. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Vielleicht haben wir irgendwelche Missionen, bevor wir jetzt unsere Hauptmission starten werden. Okay, ja. Oh, wir haben 10 Lehrpunkte. Ja, die werde ich mal gleich auf Stärke setzen. Oh, Scheiße, wir haben hier voll die miese Waffe, fällt mir gerade auf. Oh Gott, wer ist denn hier Waffenhändler? Naja, okay. Wie werden wir. Ja. Okay, wir haben also keine nennenswerten Quests mehr hier. Außer Lefty noch mal schnell ordentlich verprügeln. Ja, das machen wir dann beim Rausgehen. Ah ja, nehmen wir dann Leftys Waffe gleich mit. Ja, fragen wir doch erstmal den Laris, was wir denn so zu tun haben. Laris, ich rede. Jetzt muss der noch einen Schluck nehmen. Ey, Laris, Laris, du hast mich aufgenommen. Hallo. Hallo. Nicht so hektisch, du bist zwar ein Bandit, aber ich bin der Boss. Wo kann ich hier Kannst was du mir lernen? wenigstens was Bei mir? beibringen, Ich kann dir Laris? beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Bringt uns das was? Naja, ich frage mal ins Ich will Publikum. mich Ja, verbessern. natürlich bringt uns das was. Ja, gut. Ach, jetzt habe ich auf Geschick geklickt, ich Volltrottel. Naja. Okay, das wird auch so seine guten Seiten haben. Und was soll ich jetzt machen? Was Einhandkampf, ich hier scheiße. Lernt mitten das unter sonst anderem jemand? bin? Nee, das macht der Ich Whistler. bin Der frei zu Whistler tun, macht was du das. willst. Mordrak, Ach, das ist Anhalter und schön. das Ja, alte Lager ich kann ist tun, was ich zurück. will. Das heißt, ich gehe jetzt Geh mal zu schnell ihm. nach Korinnes Sag und ihm, ich will denk mal so, jemanden dass von dir hören. die Barriere Oder schaff nicht da plan ist. Ja. irgendwas Großes. Okay, der war Ich will schlecht. genau wissen, was da abläuft. Ach Du bist ja, eh bei okay. der Sache. Müssen wir also schon wieder ins Sumpflager, obwohl ich das so gefressen hab, ne? Danke schön, Laris. Ja, na gut. Also müssen wir ins Sumpflager. Mit Mordrak. Hoffe ich. Vorerst gehe ich mal schnell zu Ey, Wolf. Der hat, glaube du! ich, Waffen, die wir uns Wer? verkaufen können. Ich? Genau Aber du! der Wedge will was Komm von mal uns. her! Ja, ich bin auch schon da. Hi ho, Kumpel! Hey. Hey. Was willst du von mir? Ja, schon, Du freue ich bist mich noch nicht auch. lange hier, was? Ja, Sowas sehe ich vor direkt. Es gibt eine 2 Minuten. Menge Sachen, die du hier wissen musst. Ach. Einige davon kann ich dir beibringen. Na, bin ich ja Außerdem musst gespannt. du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel, der Typ da drüben am Lagerfeuer, Butch. vor dem musst du dich in Acht nehmen. Okay, ich nehme mich vor Butch in Acht. Soll ich da dem mal mit dem Schwert so Was oder ist mit Butch? haut Er der hat mich die mit dem fiese Schwert? Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu Ach so, ziehen. auch so eine Art Taufe, wie man es beim Also Bullet geh kennen, ihm am ha? besten aus dem Weg. Nein, ich liebe das Risiko, deswegen Was kannst du mir zu beibringen? Butch. Kommt drauf an. Was willst du wissen? Oh ja, das ist noch nicht von Verwendung, was der uns beibringen kann. Deswegen, ja. Speichern wir ab und auf zu Butch. Das nennen wir jetzt gleich mal Neues. Keine Ahnung. Ne, der Butch, der sieht schon ziemlich stark aus, ne? Alles Butch, klar bei dir? es ist nur Platz für einen. Hi, wer bist du? Nein, Das wie geht sagt dich man an, da immer? Dreckart. Deine In Fresse diesem Lager gefällt mir ist nicht. kein Platz für uns beide. Also, na, ich speichere lieber vorher ab. Oder ich spreche ihn nochmal an, ja. Und speichere vorher ab. Alles klar bei Weil der dir? sieht schon kräftig aus, der Kerl da. Also los geht's. Oh Ich bin bereit. ja! Kampf! Oh! Netter Kampf. Also Beim nächsten Mal bringe ich. ja, wir haben so, ja, wir haben keine Chance. Man muss Sachen einsehen in diesem Lager und ja, ich sehe ein, ich habe keine Chance. Vielleicht, wenn ich nochmal den Seitenschlag da probiere. Okay, vielleicht haut's jetzt hin. Letzter Versuch, Leute, ich verspreche's. Ja, das geht gut, das geht gut, das geht nicht gut. Alter Ja. Geschlender. Beim nächsten Mal bringe ich. Ja, na gut. Also Butch, der steht auch auf unserer Liste Leute, die wir später verprügeln werden. Sonst ist so niemand da. Paperback. Der da hinten auf der Bank, das müsste der Wolf sein. Hey, du bist jetzt einer von Hey. uns, Kleiner. Ja, Mann.
erfasst. Findest du das gut oder findest du das schlecht? Naja, mir ist das egal, Kleiner. Wieso nennen uns überhaupt alle Kleiner? Sag mal, wir sind doch gar nicht klein. Mein Gott, wir haben... Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Ja, was haben wir schon Großes geleistet? Genau ha, wir haben eine Horde Scavenger gekillt. Hä? Das hat er noch nicht. Ja, er gibt keine Antwort drauf, also wird er es wahrscheinlich nicht gemacht haben. Irgendwelche Waffen für mich? Nein, nur Bogen. Bogen, ja, Bogen, den holen wir uns später jetzt von Shrike ab. Mal schauen. Wir gehen jetzt mal zu Gorn. Vielleicht findet der das irgendwie stark, dass wir jetzt Söldner sind. An der Geschichte muss doch wohl was sein. Tag hier in Gorn. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ja, du kannst bei mir schlafen. Ich fürchte nicht. Nein, aber wenn ja, du das fürchte ich auch nicht. Zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz zu Shrek oder Shrike? Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Wem? Den Söldnern. Uns, ja, uns Gothic-Zockern oder was? Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Oh, das ist eine Höhle, oder egal. Meinst du das jetzt? Aber er hat jetzt niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen. Ach so, hier geht's also nur ums Prinzip, ne? Also, die Hütte ist dir egal. Bis später. Ja, klar. Also, vermöbeln wir mal den Shrek da. Shrike. Hallo. Ja, guten Tag. Wie sieht's aus? Ja. Verpiss dich! Oh, leck. Das schaffe ich. Kombo bloß nicht versauen. Los. Oh, Scheiße. Fuck. Das hasse ich an diesen scheiß Seitenkombo, ey. Den versau ich immer. Aber der ist wichtig, der ist ultra wichtig. So. Speichere ich hier gleich mal. Und. Ich schaff's. Ah, scheiße. Langweiliger Kampf. Ja. Hast schon recht. Der Kampf ist entschieden. Ja, ist. Auch erst jetzt gemerkt, Söldner da hinten, ne? Der Kampf war eigentlich schon vorher entschieden, aber egal. Es geht die. Oh, die ist sogar ein bisschen besser. Ist das Quest jetzt eigentlich schon abgeschlossen? Mit, dass wir den verprügelt haben? Ah ne, wir müssen den erstmal hier wegschalten. Zeit haben, das zu bereuen. Ach ja, denkst du, hä? Shrike. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ja, ich schon, aber die Frage ist, ob du willst. Mach, dass du wegkommst. Ah, wir sprechen uns noch. Beziehungsweise wir schlagen uns noch. Okay, das Quest ist noch nicht abgeschlossen, also müssen wir nochmal zu Gorn gucken. Gorn, die Hütte gehört wieder uns. Geht zur Alter, Seite. Säufer, Schnauze. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Shrike hat eine andere Hütte gesucht. Meinst du mein Gefasel? Gerade noch hat mich Torloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Torloff, auch ein Bis sehr... später. Torloff, auch ein sehr hoher Söldner. Vielleicht gibt er uns jetzt eine Belohnung oder so. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ja. Der steht da oben, normalerweise. Und, der betrinkt sich diesmal nicht. Anständiger Torloff. Sehr schön. Okay, er bringt uns also nichts. Naja. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns zurück in unsere frisch eroberte Festung, genau. Und, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Der Standardspruch. Oh Mann, ich hätte lieber im alten Lager angefangen, da sind die Hütten viel bequemer. Und da hätte ich mich auch jeden Tag mit meinem Freund Gravo unterhalten können. Ach, das kann ich auch so schon, wenn dann in Extremo spielt und so. Aber jetzt fahren wir doch mal. Oh, der sitzt da in der Ecke und schmollt. Dann würde ich sagen, lass mal noch mal in Ruhe. Ich glaube, das Quest haben wir schon gemacht. Ja, das müssten wir schon gemacht haben. Also, Mordrak. Hallo. Tag. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Nö. Knüppel und ein paar alte Schwerter. Super, Flares Alter. Sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Na, vielleicht ist es ja bloß Kaffeekränzchen mit Iberion und neue Friedensverträge aushandeln oder sowas. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon.
Na, doch was Schwieriges. Es geht darum, rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Weißt du das? Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Das habe ich aber auch schon geklärt. Es kommt vom Sumpf. Der Sumpf hat eine magische Aura. Weil Erz und Sumpf. Ach, werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Ja, klar, klar. Ich glaube, da oben ist ein Kerl, der hat eine gute Waffe für uns. Den müssen wir aber dafür vorerst verprügeln. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, der war da oben. Irgendwo oben war der auf jeden Fall. Dann vermöbeln wir den mal schnell und klauen seine Waffe. Und zwar ist es der Silas. Der sieht ordentlich kräftig aus. Ich glaube, das ist, da habe ich mich geirrt. Hallo. Na, probieren schadet nichts. Probieren schadet nichts. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ach so, die Bauern, ja. Ach so, dann ja, musst stimmt. Du zahlen. Hast du eine Waffe für mich? Nope, hat er nicht. Und die haben ordentlich Kram, ne, aber keine Waffen. Eine Schmiede, haben die überhaupt eine Schmiede? Ja, die haben eine Schmiede. Oh, scheiße. Damit dürfen wir jetzt aber ja nicht... Ein Hit, ja. Ich kann, glaube ich, jetzt schon was erleben, ey. Scheiße. Naja, probieren wir es noch ein einziges Mal. Wenn nicht, dann ist es so... Ja, jetzt buggt er, er buggt. Buggt doch nicht. Naja, dann machen wir mal für diesen Part Schluss. Ich hoffe, die Entscheidung, das neue Lager hat nicht so viele getroffen. Ja, ciao.